Morgen, Freunde. Peter von Marbo und Tour hier. Hallo, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Film von mir. Und zwar bin ich mit dem Teleobjektiv unterwegs, einmal rund um das Kloster Arnsburg. Ich stehe mit dem Mabu, der steht weit genug weg. Da hinten steht der Mabu. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, 7 Uhr oder sowas. Und ich habe mir mal gedacht, ich nehme euch mal mit. Ja, lange kein Film mehr gemacht auf dem Kanal. Aber soll jetzt wieder mal so ein bisschen passieren. Ich will nachher auch noch mal so ein kleines bisschen live gehen und sowas. Wenn ich eine schöne Ecke gefunden habe, werde ich auf alle Fälle gleich noch mal so ein bisschen live gehen. Ja, ich will mal einmal rund um die Klostermauer, dann zu den Petersäen. Und mal gucken, so ein bisschen Tiere zu fotografieren. Ne? Wir schauen mal, was kommt. Ne? Und ich liebe ja diese Ecke, das wisst ihr ja. Und so ist das. Ja, Felder alle abgeerntet. Schaut mal. Die ersten Äpfel, die fallen. Ja, so ist das, liebe Leute. Ich war schon lange nicht mehr hier. Merke ich gerade, da hinten kommt mein Lieblingsobjekt eigentlich, was ich jedes Jahr ein paar Mal fotografiert habe. Da hinten ist das. Ja, schaut mal. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen dichter dran. Da ist das eine Tor vom Kloster Arnsburg. Das ist so schon uralt. Ich weiß gar nicht, wie alt das Kloster ist, aber habe ich euch schon mal garantiert gesagt. Aber ich bin wirklich nur zum Fotografieren hier und gehen nachher noch mal einmal so ein kleines bisschen live, ne, wenn ich einen schönen Ort oder Platz gefunden habe. Ich will erstmal ein paar Tiere fotografieren. Die Sonne geht, ist schon ein bisschen länger auf. Na, wir gucken mal. Wir sehen uns, bis gleich. Da oben steht Anno 1750. Da ist das Tor erbaut worden. Habt ihr gehört? Gefühlt der ganze Baum voll mit Vögeln. Das ist schon. Ne? Aber sie sind so klein. Ich bin noch gar nicht richtig Fachleute, aber ich wollte unbedingt jetzt mal los. Ne? Wie gesagt, lange nicht. Warum? Warum war ich lange nicht auf diesem Kanal präsent? Ganz einfach, ihr habt es ja mitgekriegt, ich habe ja noch den anderen Kanal, den I Live in the Camper. Den habe ich jetzt ganz massiv vorangetrieben, unheimlich viel gemacht dafür. Ne, damit ich den in die Monetarisierung reinbekomme, sprich auch mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, der tolle Effekt war natürlich, dass dieser, der Mabu und Tour, auch gleichzeitig mit hochgegangen ist. Von den Abonnentenzahlen bin ich jetzt auch über 1000. Und da habe ich mir gedacht, lange nichts gemacht, jetzt muss ich mal was machen. Ne? Und warum ist der andere Kanal hochgegangen? Ich habe da rigoros die Fotografie, habe ich ja getrennt davon, weil die Fotografie, die soll hier auf den Mabu und Tour passieren. Schaut mal. Ist das nicht klasse, Leute? Das ist doch sowas von klasse. Ich muss mal einen Shorty machen. Ja, Leute, ein paar kleine Meisen konnte ich fotografieren, aber es war schon, hier war auch was Größeres gerade. Leute, ich war so lange nicht fotografieren,
Das ist mit Sicherheit dritte, vierte, fünfte Woche, wo ich das erste Mal mit einem Fotoapparat durch die Gegend laufe. Und das ist schon einfach absurd, ne? Aber oh, ich muss einfach wieder raus, Leute. Wie hatte ich hier schon mal gemacht, so Kraft der Natur tanken, ne? Ja, es sind ein paar Äste runtergekommen und so ist das. Ja, jetzt ist die Frage, laufe ich schnell oder langsam? Guck mal. Ja, ich will aber zu den Peterseen ran. Ich lasse die Klostermauer jetzt einfach mal links liegen. Habt ihr ja schon ganz oft gesehen. Und werde jetzt einfach mal hier unten längs laufen, also den Hauptweg, weil ich mal gucken will, ob ich da oben noch mal so ein paar Wassertiere am Petersee erwischen kann. Also sprich Enten, Reiher, Kormoran. Wollen wir mal gucken, ne? Vielleicht mal einen Eisvogel. Ich weiß, dass es hier an der Wetter Eishügel gibt. Den letzten Eisvogel, den konnte ich an der Elbe fotografieren. Den kann ich euch hier da mal mit einblenden oder hier hinter dieser Sequenz. Total toll, blende ich euch mal mit ein. Ja, ne? Ungewöhnlicher Eisvogel, Leute, ne? Das ist schon, war schon der Knaller. Ja, so ist das, liebe Leute. Und da darauf will ich drauf hinaus, auf diesen Kanal. Fotografie, aber nicht nur Tiere und sowas, sondern auch Fahrzeuge, ne? Also ich fange jetzt auch wieder an mit Wohnmobile fotografieren und sowas alles. Bin auch noch mal auf der Messe in Düsseldorf vertreten, fahre vorher aber sogar noch mal einmal zu einem Händler und tue ein bisschen fotografieren und live gehen. Habe ich fest vor, live mal so ein Fahrzeug vorstellen. Könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Das wird echt klasse, Leute. Ja, Taube. Und weiß was sonst noch was? Irgendwas am Schimpfen. Ja, so ist das alle. Ne? Wie gewohnt ohne Frühstück unterwegs. Diesmal sogar ohne Apfel, habe ich mir noch nicht geholt. Aber ich habe gestern Abend recht spät gegessen und das muss ich erstmal wieder runterlaufen. Ich hatte in meinem anderen Kanal, mache ich immer, ne? I live in der Camper, habe ich gestern Abend noch so eine kleine Diskussionsrunde gehabt und lecker gekocht. Und das Ganze war so lecker, Leute, dass das die Nacht nicht überstanden hat. Ja, deswegen kann ich auch ganz beruhigt ohne irgendwas zu essen loslaufen. Ne? Wildschweine dürfen natürlich nicht fehlen. Leute, habe ich das vermisst, ey. Ja, ich war schon lange nicht mehr unterwegs. Ich liebe das.
Ja, Leute, die Wetter. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Ich sag euch das. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Hier geht's jetzt lang. Habt ihr ihn gehört? Ich glaube, das war Schwarzspecht. Aber ich will unbedingt hier vorne links. Boah. Für alle Wanderbegeisterten, Limes Wanderweg. Ach, ja, leider hört man da oben schon die Straße. Aber gut, ist so, mal gucken. Eigentlich bin ich schon wieder viel zu spät los. Ne? Aber ich bin nicht so der Sonnenaufgang. Ja, Fotografie, aber das muss ich jetzt nochmal ein Shorty machen. Ja. Guck mal, wie das hier zugewuchert ist. Schon fast alles verblüht, Leute. Fast alles verblüht. Boah. Ja. Das ist nicht der Bär, das bin ich, der so am Pusten ist. Boah, Leute. Nichts mehr los mit mir, ich sag euch das. Wahnsinn, wie sich das in 4-5 Wochen ändern kann. Wow. Ja, die letzten Male war ich ja immer im Sauerland unterwegs. Und da waren die Berge, da war ich deutlich fitter, Leute. Da war ich deutlich fitter. Naja, aber so ist das. Einmal über der Straße und hier sind die Petersen. Ja, so ist das. Ganz schön außer Atem bin ich, Leute. Nichts mehr los mit dem alten Mann. So, jetzt packe ich die Kamera mal kurz weg, weil ich ein bisschen fotografieren will. Zwar noch nicht ein Vogel gesehen, dafür ganz viele Fische. Na? Ja, ich habe eigentlich vorgenommen, dann auf den Kanal wieder ein bisschen mehr zu machen. Na, dass ich da wirklich ja, so ein paar mehr Fotos auf die Reihe bringe mal wieder. Ne? Ein paar mehr Filme und sowas alles. Das soll auf alle Fälle wieder passieren. Ja. Habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Bitte bis jetzt noch nicht eine Ente oder sonst was. Das ist komisch. Komisch, Leute. Naja, vielleicht gleich oben bei dem zweiten See. Das hat mich beim letzten Mal schon so erstaunt. Ich war ja schon mal hier zum Fotografieren. Und da war auch nichts. Da war auch nichts. Ja.
Nichts. Kein Wasservogel, gar nichts. Ja, dann gucken wir mal um. Am nächsten. Also ich habe bis jetzt noch nicht einen Wasservogel oder sowas überhaupt gesehen. Geschweige denn fotografieren zu können. Ich gehe jetzt mal an den oberen See ran. Schaut mal. Naja, da hinten schwimmen ja die Kanadagänse, ne, die Nilgänse, die immer da sind. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Wart mal. Aus den Nilgänsen sind zwei Stockenten geworden. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die ganzen Fischreihe und sowas? Alter, das ist total komisch. Aber ich hatte das schon mal gehabt, wo ich am Grünewalder Lauch war. Da war auch mal eine Zeit lang nichts. Stockenten sind da, aber sonst kein Fischreiher, nichts, Leute. Gar nichts. Jetzt schon das zweite Mal. Bin ich gerade so ein bisschen. Wieso, weshalb, warum, ne? Ja, wir schauen mal. Ich habe einen Fischreiher, Leute. Ganz leise. Ja, er sieht mich nicht. Bilder hier. Ne, mal wieder so durch die kleinste Lücke fotografiert. Deswegen stehe ja, ich habe mich dunkel angezogen und stehe hier wirklich ja, ziemlich gut getarnt mal wieder. Und da ist echt ein Fischreiher ein. Die ganze Zeit her, aber er kann das nicht so richtig deuten, glaube ich. Klasse, Leute. Jetzt hat er sich gerade mal umpositioniert, sitzt oben auf dem Baum, Leute. Ich muss mal gucken, ob ich den erwische. Toll, ne? Leute, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst hinkommen soll. Wisst ihr, was das ist? Fotos im Anschluss hier. Cool, ein Fischreiher. Ein Fischreiher, vier Stockenten und ein Vogel, den ich nicht identifizieren konnte. So, und jetzt will ich mal auspacken und für euch live zugehen. Sprich, ich tue jetzt mal die Kamera wegpacken und zeige euch das Ganze mal live, wie das hier aussieht. Wir sehen uns gleich. Ja, Leute, jetzt habe ich noch mal das Glück gehabt, hier Eisvögel zu fotografieren. Hier, schaut mal.
Da hinten saßen Eisvögel drauf, leider weit, weit weg. Aber ich will jetzt nochmal da oben auf die andere Seite. Vielleicht kann ich sie da ein bisschen dichter rankriegen. Und zwischendurch bin ich auch gerade am Live-Gehen hier. Da, ne, läuft auch schon ein bisschen. Ne, aber wir gehen jetzt mal langsam zurück. Und, ne, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach mal im Livestream mit auf reinschalten und sowas alles. Ja, liebe Freunde, angekommen am Wohnmobilstellplatz. Ne, ich habe ja noch mal ein bisschen wenig gefilmt. Den Rückweg über dem Kloster, weil ich live gegangen bin, könnt ihr euch mal angucken. Ich tue euch das mal, den Link hier mal reinschreiben, könnt ihr euch ja mal anschauen. Da bin ich dann praktisch durchs Kloster gelaufen und sowas alles, weil ich mich ja noch mal entschlossen habe, einen Livestream zu machen. Ganz spontan, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ne, wenn euch der kleine Film gefallen hat, nee, stopp, Leute, Abspende hasse ich. Ja, Fotos und sowas, welche ich gemacht habe, kommen jetzt hier hinten dran, ne, am Ende des Films. Ne, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen hoch, teilt es und lasst einen Kommentar da. Hier, ich wünsche euch was. Euer Peter von Mago und Tour.